beim größten Videospielschatz dachte ich erst an Scott Pilgrim vs. The World, a game, das auf meiner Xbox 360 schlummert. Aber das kann man ja mittlerweile kaufen. Also ein bisschen blöd. Deswegen habe ich hier Jacket aus Hotline Miami, eine Actionfigur, die ich damals über Kickstarter gebackt habe. Und das ist einer der wenigen Kickstarter-Projekte, die tatsächlich bei mir ankam in fertiger Version. Und ich finde, die ist immer noch super cool. Wahrscheinlich krass im Wert gesunken, weil ich sie ausgepackt habe. Aber hey, schön ist's. Ja, ich habe keinen größten Videospielschatz, weil ich immer als Kind immer alles verkauft habe, was ich hatte. Alle geilen Games mit Konsole für 50 D-Mark, um mir danach ein anderes Spiel zu kaufen. Und habe mir gedacht, oh ja, richtig geil, Alter, so viel Geld. Deswegen habe ich nichts. Mein größter Schatz ist Skate 3 für PS3, weil das gibt's nicht im PlayStation Store. Das muss man noch als Disc haben. Also ja, ich weiß, bei Xbox gibt's und so, bla bla bla. Aber ich will's ja auf PlayStation zocken und das kann ich halt nur als Disc. Und wenn ich das wieder reintue in meine PS3, dann bin ich einfach nur glücklich. Und deswegen ist es mein größter Schatz. Nicht immer so viel Kohle und so die Scheiße. Immer auch mal ein bisschen Emotions. Es ist auch mehr oder weniger mein einziger Videospielschatz, weil ich nicht so der Sammler-Typ-Mensch bin. Aber ich habe noch aus ganz alten Zeiten mir irgendwann aus Silber so einen kleinen Kingdom Hearts Schlüsselschwert-Kettenanhänger irgendwie besorgt. Und ich denke hier mindestens ein, zwei Mal im Jahr beim Aussortieren, denke ich mir, diesmal stelle ich ihn auf eBay, damit irgendjemand anders damit Spaß hat. Irgendwie schafft es dieses Teil trotzdem in meiner Schmuckkiste zu landen und liegt da seit 10 Jahren. 20 Jahren. Also mein größter Videospielschatz ist jetzt nicht unbedingt monetär unfassbar wertvoll. Ich habe nicht wirklich teure Sachen, für die man richtig viel Geld bekommen könnte. Aber er bedeutet mir persönlich eben sehr viel. Deswegen ist es quasi mein Schatz. Ja? Und das ist Final Fantasy 3, aka Final Fantasy 6, also die US-Version von Final Fantasy 6 auf dem Super Nintendo. Das hat so Mitte der 90er meine Liebe zum japanischen Rollenspiel total geprägt und ist für mich auch bis heute mein absoluter Lieblingsteil. Ein fantastisches Abenteuer und ich hüte es wie mein drittes Auge. Also ich habe jetzt nichts von einem speziellen Spiel für mich gesammelt, wo ich jetzt ganz stolz drauf bin, aber ich habe jetzt für mich einen persönlichen Schatz gefunden und zwar habe ich jetzt Hardware, um den Microsoft Flight Simulator geil zu spielen. Das heißt, ich habe so ein Steuerhorn wie im Flugzeug und so ein Gaspedal. Ey Leute, wie geil ist das auf einmal, wenn man Spiele mit der richtigen Peripherie zocken kann, wie zum Beispiel auch Autorennspiele oder eben Simulationen und so. Auf einmal macht das richtig Fun und das ist auf jeden Fall mein persönlicher Schatz. Macht das mal, wenn ihr die Möglichkeit habt, auf einmal sind die Spiele richtig geil. Ich habe leider keine sehr großen Schätze, kein rares Modul oder so. Mein größter Schatz wäre wohl der Mad Catz Fighting Tournament Stick für die PS3. Das ist ein Fighting Stick. Der ist ganz gut, der wird auch ganz gern mal gesucht, glaube ich. Toll ist aber, dass den Yoshinori Ono unterschrieben hat. Das ist der Street Fighter-Erfinder, der war damals noch zu Game One-Zeiten, hat er uns besucht, zu Street Fighter 4 auf dem 3DS. Und da habe ich ihn gefragt, unterschreib mal bitte. Und er hat es total ordentlich gemacht, so auf die Seite, auf die Brackets, wo man nicht mit der Hand hinkommt. Und ich glaube, das ist mein größter Schatz. Ich habe ein paar alte Spiele, von denen ich gedacht hätte, ich zeige die euch jetzt oder sage euch jetzt was drüber. Aber im Moment ist mein größter Spieleschatz die Redaktions-PS5, weil es immer noch unmöglich ist, mir eine eigene zu kaufen. Mein größter Videospielschatz ist nicht vorhanden, weil ich habe irgendwann aufgehört, den ganzen Kram zu sammeln. Ich habe eine Zeit lang auch sehr, sehr viel gehabt, was man irgendwie dann von Messen früher gekriegt hat oder bergeweise T-Shirts und so ganzen Kram, den man irgendwo hinterhergeschmissen kriegt. Aber es stand einfach nur in der Wohnung rum, hat alles voll gestaubt. Kuro guckt mich hier schon böse an aus der Ecke, weil er das nicht nachvollziehen kann. Aber ich habe da irgendwie keine große Leidenschaft mehr für. Es tut mir sehr leid. Kuro verhaut mich jetzt und kann es nicht verstehen, aber nicht meine Welt. Also ich bin schon mehr so der Sammlertyp. Insofern habe ich einige kleinere, coole Sachen zu Hause, die größtenteils aber auch nur sentimentalen Wert haben. Aber eine Sache, die habe ich nicht dabei, weil die einfach zu groß ist, ist nämlich so eine coole Lampe. Die hat mein Stiefvater auf dem Flohmarkt entdeckt. Und zwar ist das so eine Oldschool-Arcadige, aus einem Arcade wahrscheinlich, Nintendo-Logo-Lampe mit so in Leuchtstoffröhren. Die habe ich in Kleinstarbeit mit Q-Tip sauber gemacht, restauriert und mir hingestellt. Leuchtet rot in meinem Wohnzimmer und es ist einfach ein geiles Teil. Mein größter Videospielschatz ist vermutlich meine Original-Edition von Super Nintendo Final Fantasy 3. Habe ich immer noch die Import-Cartridge zu Hause mit der Originalverpackung. Die Anleitung hat es leider nicht richtig überlegt, die ist mir mal in die Badewanne gefallen. Und dann habe ich sie versucht trocken zu füllen, dann ist sie aufgebläht und irgendwann im Laufe der Zeit zerflattert. Aber das Spiel habe ich noch, das Modul, und ich werde es auch für den Rest meines Lebens behalten. Ich wüsste gerne, ob mein Speicherplatz noch funktioniert, ob das Savegame noch drauf ist. Wir werden es nie erfahren.
Mein größter Videospielschatz ist ein Geburtstagsgeschenk, welches ich von meinem besten Kumpel bekommen habe. Und zwar ist es diese Musikbox von Nier Automata, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Und er spielt das Titellied Weight of the World. Und ich zeige es jetzt einfach mal. Meine beiden liebsten Schätze sind mit dem Bild. Oh. Einmal ist es Secret of Mana in der japanischen Version. Ich liebe Secret of Mana und die japanische Version ist wunderschön. Und Markus, weil Markus ihn mir mit aus dem Japan-Urlaub mitgebracht hat. Und deshalb habe ich ihn sehr gern. Markus ist super. Was denn? Ich halte es falsch? Gerne. Habe ich dir sehr gerne mitgebracht. Danke. Ich habe noch 10 Sekunden, um euch zu lieben. Okay. Wenn ihr noch mehr Folgen 30 Sekunden überschauen wollt, dann guckt mal hier oben rein. Und wenn ihr die Worldwide-Wohnzimmer-Folge schauen wollt, bei der letztens KIZ zu Gast waren, dann klickt ihr hier.